Hi und herzlich willkommen zu diesem kleinen Quick-Tipp. Genau, ich möchte dir nämlich zeigen, wie du richtig cool animierte Kinobalken machen kannst, wie die du gerade im Intro gesehen hast. Und das wirklich mit einfachsten Mitteln. Wir machen das Ganze in Vegas Pro 15. Das geht aber wirklich auch in jedem anderen Schnittprogramm, das einfach nur Keyframing unterstützt. Und wir sehen uns jetzt in Vegas. Bis gleich. So, wir sind jetzt in Vegas. Das mit dem Sehen war natürlich kompletter Quatsch, denn ich war jetzt zu faul, die Facecam anzuschmeißen. Ihr seht jetzt den Clip, den ihr auch schon im Intro gesehen habt, nur halt ohne die coolen Balken. Um die einzufügen, drücken wir jetzt hier auf den Videotrack-Clip, Rechtsklick, Videotrack einfügen. Dann haben wir jetzt hier oben einen Track. Dann guckt ihr mal in die Beschreibung, da habe ich euch diese PNG-Datei hier verlinkt. Und ihr seht, die ist etwas zu groß. Ihr geht dafür jetzt aufs Crop-Fenster. Das Wichtigste ist, ich mache das hier mal ein bisschen größer, dass ihr dieses kleine Icon hier drin habt, denn wenn ihr das nicht drin habt, dann bewegt sich der Cursor hier nicht mit. Aber so bewegt sich der Cursor, aber das Bild halt auch. Normal wird das dann halt so aussehen und das Bild wird Standbild halt bleiben. Aber das brauchen wir jetzt unbedingt. Ihr geht hier auf Position, wenn ihr da drauf noch nicht seid. Und ihr zoomt erstmal bei 0,0 komplett rein. So. Und jetzt geht ihr ein paar Frames nach vorne, da wo ihr halt wollt, dass es fertig reingelaufen ist. Und zieht es dann langsam auf die Position, die ihr im Endeffekt dann haben wollt. Da finde ich die ganz passend. Und jetzt seht ihr schon, habt ihr das hier. Ich finde, das sieht schon ganz cool aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like, da würde mich sehr freuen. Und ein cooler Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.